Willkommen auf Meinschel, diese TTO. Und weiter geht's mit Sanitarium. Der Wahnsinn ist in dir. So, viel Spaß mit Video und guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist und genießt deinen Kaffee oder Tee. Oder keine Ahnung. So, ich habe auch Kaffee tatsächlich da. Muss gestehen. Ein bisschen zu laut bei mir ist. So, bei erster Folge war Kaffee nicht da. Nicht so traditionell gewesen. Das ist kein richtiger Kaffee. Das ist hier. Das ist so ein Malzgetränk, weißt du, Kaffee aus Malz, so Kaffee-Alternative. Ich trinke zu viel Kaffee, deshalb sowas. So. Schmeckt gut. So, und weiter geht's mit Kapitel. Was war da? Wie stand diese, wie hieß dieses Kapitel? Sonst gewinne ich in zwei Runden. Die Nein, unschuldigen Ausgesetzten, glaube ich, ne? Mann, bist du blöd! Ist bisschen, ich habe ein bisschen das Spiel ein bisschen tick leiser gemacht. Ich fand das trotzdem noch ein bisschen zu laut. Willi ist ein Verlierer. Willi ist ein Verlierer. Spielst du nochmal? Da. So, es wird bestimmt. Es ist ein bisschen längeres Kapitel. Wahrscheinlich wird es 2 Stunden dauern. So, lass mal gucken, was hier abgeht hier. Hey, Südtrottel! Sie stehen im Licht! Hör auf, Billy! Lass uns spielen! Du sollst doch nicht... Okay, okay! Leider sind die Videosequenzen dieser Qualität ein bisschen verschlechtert, aber ich hoffe, man kann es trotzdem noch erkennen, dass das irgendwelche Mutanten sind, deine Leute. Na, klasse. Ein nerviges Kind mit 2 Mündern. Hey, hey, Freundchen! Wie heißt du? Ich heiße Billy. Und Sie? Wissen wir noch nicht. Tatsächlich. Ich kann mich nicht erinnern. Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede. Also gehen Sie jetzt besser. Mutter. Wo ist denn deine Mutter? Ich würde echt gern mit dir reden. Mutter redet nur mit uns Kindern, nicht mit so einem Scheißer wie ihn. Hey, Freundchen. Pass auf, wenn ich gleich meinen Gürtel ziehe, ja. So. Ihre Hände und das Gesicht sind total entstellt. Du schummelst, Jesse. Wer bist denn du, Warte, junge Frau? Ich groß verstanden, und gewinne ich bei jedem Spiel. Ja, das passt doch nicht mit Sound im Stil. Ich kann mich nicht erinnern. Mutti sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, deshalb sollten sie besser ja, gehen. Ja, wo ist sie denn überhaupt? Wo steckt denn deine Mutti? Ich würde gerne mal mit ihr reden. Mutti ist überall. Ah, da noch. So. Dieser Engel hat uns letztens gebracht. Ist das langweilig? Warte, kurz Moment. Tag. Ambiente ist das, was so im Hintergrund ist, oder? So viele Sequenzen soll bleiben. Das ist eine Stereo-Umkehr. Keine Ahnung. Ambiente ist mehr so Hintergrund, ne? So als Räumlichkeit und so weiter. Ambiente. Mal schauen. So. Zurück zum Spiel! So, dann gehen wir zum nächsten Kind. Und mal schauen, ob wir uns dann doch noch erinnern können. Wir sind überall hier. Das Mädchen hat 2 Holzbeine. Nur da. Sieht man doch. Eigentlich gar nicht. Wer bist denn du? Megan Jones. Aber du kannst mich Schweinbein nennen. Alle Kinder nennen mich so. Aber das ist gemein. So würde ich dich nie nennen. Oh, danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Wie heißen Sie denn? Mal schau. Max? Sarah möchte dich jetzt sehen. Max heißen wir tatsächlich. Ich heiße Max. Das ist aber ein schöner Name. Hey, jetzt sind sie kein Fremder mehr. Wo sind die Erwachsenen? Wo sind wir? Erwachsene. Seil. Boah. Wo sind wir? Wie heißt diese Stadt? Das ist hier unser Zuhause, sie Dummerchen. Ey, Vorsicht.
Zuhause. Das ist mir schon klar, dass das dein Zuhause ist, Mac. Aber wo bin ich? Ich meine, hat diese Stadt keinen Namen? Oh, haben Sie denn das Schild nicht gesehen? Ah, das können wir mal gucken. Schild müsste irgendwo sein. Erwachsene. Ich habe in dieser Stadt noch keinen einzigen Erwachsenen gesehen. Wo sind denn deine Eltern? Und die anderen Erwachsenen? Tut mir leid, Max, aber Mutti will nicht, dass wir darüber reden. Warum denn nicht? Mutter sagt, alle Erwachsenen außer ihr selbst sind böse und wir sollen nicht mit ihnen reden. Aha, schlecht diese, ja gut diese, aber... Erwachsene sind böse? Verstehe ich nicht. Warum misstraut deine Mutter so sehr allen anderen Erwachsenen? Sie sagt, Stolz führt zur Zerstörung oder sowas ähnliches. Was soll das denn heißen? Wahrscheinlich hab ich schon viel zu viel geplappert. Oh, Seil. Du spielst wirklich gern mit dem Springseil, hm? Aber sag mal, tut das nicht weh mit deinen Prothesen? Was? Ach so, meine Beine. Nee, das ist kein Problem. Außerdem sagt Mutti, dass ich da überhaupt nicht mehr dran denken werde, sobald ich groß bin. Alles klar, irgendeine komische Mutti hat dir das Sagen über diese ganze Kinder. Die Uhr dreht sich übrigens in eine andere Richtung. So, auf Wiedersehen. Hier ist eine Schule, ne? Warum sind die Türen verbarrikadiert? Die Zeiger der Uhr. Sie bewegen sich rückwärts. Aber gab es hier nicht mal Untertitel oder so? Ja, hier, tatsächlich. Ich mag mir gerne mit Untertitel. Bis ich doch was verhört habe, kann ich noch lesen, weißt du, so in Videosequenzen und so weiter. So, übernehmen wir das. Ja, hier auch, ja. Übernehmen wir und zurück. Gut. Dann schauen wir mal hier, oder? Nicht von hier. Ja, nicht von hier. Was steht hier überhaupt? Warte. Die heutige Predigt, Psalm 4, Vers 51. Die Tore zum Himmel. Eine Glocke. Ich wette, die hat schon lange keinen mehr zur Kirche gerufen. Kann sein. So, lass mal erstmal hier aufmachen. Dann schauen wir, was hier ist. Weitere Videosequenz. In Reichtum und Armut, in Krankheit und Gesundheit, bis dass der Tod euch scheide. Was das wohl soll? Weiß ich auch nicht so. Immer rein. Ja, ist ein bisschen schief hier, aber... Hier sind ein paar Akten. Da können wir mal das gucken. Priester! Und hier steht was über den Ortspfarrer O'Toole. Er hat behauptet, dass der Komet das Auge Gottes sei und ein Zeichen des himmlischen Zorns über die Bewohner. Dort? Ehemann wegen Tod der Frau befragt. Da steht, dass Marilyn Driscoll in der Badewanne mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden wurde. Die Polizei hat routinemäßig auch den Ehemann Jeddah vernommen. Fertig. War tatsächlich nicht so viel. So, kann ich da rüber zu links hier? Nee, anscheinend nicht. Eine alte Kirchenorgel. Okay, Kirchenorgel. Was ist hier? Nichts. Ne? Mal hier mal schauen. Kann man nichts anklicken anscheinend mehr, ne? Dann gehen wir wieder raus, dann haben wir hier nichts verloren. Aber dass der sagt, dass die Glocke schon seit mehreren Jahren oder so niemanden mehr gerufen hat, das ist ein Hinweis. Und das werden wir noch, das müssen wir uns noch ein bisschen vormerken. So, lass mal nochmal zu denen gehen. Den können wir auch nochmal quatschen. Weil wir jetzt eigentlich kein Fremde sind, weil wir jetzt auch einen Namen haben, tatsächlich. Du bist doch Billy, nicht wahr? Habe ich Ihnen doch schon 100-mal gesagt. Ist Ihnen inzwischen Ihr Name wieder eingefallen, Herr Namenlos? Oh, da, Max heiße ich. Meine Fresse. Oh, das ist ein guter Name. Besser als Herr Namenlos. Ich hatte mal einen Goldfisch, der Max hieß. Aber den hat meine Katze gefressen. Die hat danach 2 Tage lang in Geld geschissen. Ach, das ist ja ekelhaft. Wissen deine Eltern, dass du solche Geschichten erzählst? Ja, aber die sagen nichts. Gelbe Kacke, gelbe Kacke. Eltern. Wo sind denn deine Eltern? Soll ich nicht sagen, sagt Mutter. Wieder diese Mutter. Du doch sagen. Ich bin doch dein Freund. Echt mal. Nö. Mann, was ist hier mit Statue? Echt mal hier. Billy,
Diese Engelstatue da drüben, hat die... Ich meine, hat die sich schon mal bewegt? Doofer Herr Gelbkacke, Sie haben wohl nur Popel im Hirn. Statuen bewegen sich doch nicht. Die hier schon. Es war... Hast du das nicht gesehen? Die hat mich von weit her hierher gebracht. Hat ihre Flügel um mich gelegt und... Hören Sie bloß auf, Sie machen mir echt Angst. Okay, was ist das für ein Spiel, was ihr da macht? Was für ein Spiel spielst du denn da? Tic-Tac-Toe. Jessie ist die Beste, die es gibt. Außer wenn sie mogelt. Sie ist die Beste, hm? Vielleicht könnte ich ja auch mal spielen. Hast du ein paar Tipps für mich? Ja klar, Knallkopf. Nicht verlieren. Mir fehlt die Geduld für so Spielchen. Aber noch weniger Nerven für solche klugscheißer Kinder wie dich. Recht mal her. Gesicht. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Meinem? Gar nichts. Mami sagt, die sieht gut aus. Ja, irgendwo schon. Was ist mit ihrem Gesicht? Gelbe Kacke. Ist auch so schön? Nein, Billy, ich hatte einen Unfall. Und dieser Verband hilft, damit es mir wieder besser geht. So, auf Wiedersehen. Danke. Jemand ansprechen? Dein Name ist Jessie, stimmt's? Mhm. Der Tic-Tac-Toe-Champion. Und wer bist du? Ich bin der neue Tic-Tac-Toe-Champion. Max heiße ich. Ich heiße Max. Oh, was ein doofer Name. Das ist aber gar nicht nett. Was würden deine Eltern sagen, wenn sie wüssten, dass du so redest? Die sind nicht da. Und sie sind nicht mein Vati. Sie können mir gar nichts sagen. Ja, dabei reden wir mal kurz über Eltern, weißt du so. Wo sind denn deine Eltern? Die sind alle in... Jessie, halt die Klappe! Er ist ein Großer und du kennst doch Muttis Regel. Mhm. Diese Mutti, die will ich gerne mal kennenlernen. So, was sind das für Regeln, die die Mutter euch aufgestellt hat? Was ist denn Muttis Regel? Wir sollen eigentlich nicht über unsere Eltern reden. Und wenn wir es doch tun, dann stecken sie uns aufs Kürbisfeld. Haben wir gehört? Kürbisfeld. Erzähl mir doch mal vom Kürbisfeld, Jessie. Was ist daran so Besonderes? Da geht keiner rein. Es sei denn als Strafe, so wie bei Maria. Echt übel da drin. Gesicht. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber was ist mit deinem Gesicht passiert? Hä? Ach so, das hat Mutti gemacht. Bin ich nicht hübsch? Sehr sogar. Hoffentlich werde ich mal so hübsch wie Mutti, wenn ich groß bin. Finden Sie nicht, dass ich hübsch bin? Ja klar. Du bist sehr hübsch, Jessie. Mein Gott, was ist denn hier noch los? Ich weiß nicht. Ich hoffe, das sieht noch alles erkennbar. Weil das Spiel ist ja nicht auf 2K ausgelegt. Bei mir läuft alles unter 2K. Und... Auflösung jetzt muss ich, um das an OBS ans das Spiel anzupassen, das wäre zu viele Kopfschmerzen, weißt du, also ich bin überhaupt froh, dass ich so eingerichtet habe, wie es bei mir jetzt läuft. Tatsächlich einiges zum Einrichten, deshalb will ich das nicht umrichten und. So, lass mal spielen hier, was ist los hier? Ich bin der neue Champion, ich werde dich fertig machen. Wollen Sie es riskieren? Mach dich fertig. Ich bin die Beste drin. Du Besser. Regeln. Kannst du mir die Regeln erklären? Na, ganz einfach. Sie legen hier ein X und ich lege eine 0. Hier in die Felder. Wer 3 übereinander oder nach oben und unten legt oder diagonal legt, hat gewonnen. Spielen wir mal. Lass uns eine Runde spielen. Guter Dann Tipp kann ich dir schon mal geben. Ob du so gut bist, wie du sagst. Ha, Sie halten sich wohl für super clever, aber Sie sind auch nichts anderes als ein großer dummer Junge. Ein einfaches Kinderspiel. Du schummelst, Sollte kein Problem sein. Warte, bis ich groß und stark bin, dann gewinne ich bei jedem kleiner Spiel. Tipp. Wenn jemand anderes anfängt, du musst immer gegenüber dein Kreuz oder Null geben, Kreis, je nachdem, was du hast. Weil wenn er hier Kreuz macht, wäre das in diesem Bereich. Du musst, egal wo, aber auf jeden Fall in diesem Bereich irgendwo legen. Wenn er jetzt hier macht oder hier, kannst du auch in diesem Bereich nutzen. Immer gegenüber so. Dann spielst du immer unentschieden, wenn du nicht dran bist. So, aber ich bin dran, deshalb mache ich hier erstmal X. So, deshalb machen wir auch mal, sag ich mal, oh, hier X. So, jetzt machen wir mal hier X und schon haben wir das so gut wie gewonnen.
Schätze, du bist doch nicht so gut, wie du dachtest, Jessie. Ich habe sie bloß gewinnen lassen, weil sie hier neu sind. Aber für einen Jungen sind sie ziemlich clever. Ich habe bisher nur ein paar Mal verloren, aber immer nur gegen Mädchen. Mädchen sind viel klüger als Jungs. Mädchen sind döver. Halt die Klappe, Billy, du Doofkopf. Okay. Mädchen. Erzähl mir was von Mädchen. Komm schon. Welche Mädchen haben gegen dich gewonnen? Meg und Eileen, das sind ihre besten Freundinnen. Auf Wiedersehen. So, mehr erfahren wir hier wahrscheinlich nichts. Deshalb lass mal einfach die Kindheit wieder in uns aufwecken lassen. Ja. Ein Schweinchen, wie niedlich. Und dabei benutzen wir mal. Au. Und das nehmen wir natürlich mit. Manchmal, ich weiß nicht, wie ich das einstellen soll. Manchmal ist es zu leise, manchmal ist es zu laut bei dir. Sein Gesicht sieht aus, als ob es zerläuft. Wie heißt du? Mary Jones. Und, wie heißen Sie? Max Nachl. Mein Name ist Max. Oh, ich habe einen Vetter, der so heißt. Sie haben den gleichen Namen. Aber Sie sind nicht mein Vetter. Ich auch nicht. Wo sind die Erwachsenen? Los, sag es mir. Ich habe hier noch keine Erwachsenen gesehen. Wo sind deine Eltern? Wo stecken alle Erwachsenen? Ich habe einen Ball. Den kann ich titschen lassen. Echt ein prima Ball. Ich hatte auch mal so einen. Ehrlich? Der hier gehört aber mir. Oh, der kann uns auch nicht weiterhelfen. Die Tür ist verschlossen. Ja, die Tür ist verschlossen. Sei nicht so laut, ey. Die Tür ist verschlossen. Ja, ist auch verschlossen, tatsächlich. So. Diese Kinder scheinen ganz zufrieden zu sein. Was wir machen können? Ein Gummischlauch. Der Schlauch hier sollte abgehen. Und krieg's nicht hin mit bloßen Händen. Alles klar. Kriegt es nicht mit bloßen Händen, also brauchen wir irgendetwas, um diesen Schlauch zu befreien. Wahrscheinlich ist es verschraubt. An irgendein Verbindungsstück. So. Hier sind ein paar Akten. Erstmal die uns angucken, warum auch nicht. Komet. Ein Artikel über den neuen Stern am Himmel. Viele Leute haben ihn gesehen, aber ein Astronom meint, der Stern sei eigentlich ein Komet. Okay, der Stern ist ein Komet. Dann lass mal über Kürbisse was erfahren. Ein Artikel über das jährliche Kürbisfest im Ort. Oder Kürbisfest. Sollte das bisher größte sein. Lass mich wissen, wann es anfängt. Da könnt ihr auch ruhig das ausschreiben, Kürbisfest und nicht Kürbis. Komische Übersetzung. Weg. Interessante Nachricht. Sieht so aus, als ob ein Komet seine Laufbahn geändert hat und auf die Erde zukommt. Das Auge Gottes erleuchtet die Nacht. Okay, hat was vielleicht mit Weg zu tun irgendwo. So. Dann. Haben wir hier wahrscheinlich auch nichts mehr verloren, ne? Dann lass mal gucken, was weiter oben ist. Genet. Welcome to Genet. Genet. So. Ausgang. Dieser Weg ist vollkommen zugewachsen. Leider zugewachsen. Ein Metallkreuz. Wie fische ich das da nur raus? Keine Ahnung. Mit Angel vielleicht, ha? Hol die Angel, da wird einfach die Schnur reißen in sich. So. Da können wir auch mal jetzt weiter unten checken, was da so alles ist. So, mit ihr haben wir schon geredet. Jetzt hier ist eine Hütte. Warum sind die Türen verbarrikadiert? Keine Warum Ahnung. Sind die Türen verbarrikadiert? Keine Ahnung. So. Lass mal checken. Verdammt, unnützer Mist. Und ich war so sicher, dass ich hier ein paar Hinweise finden würde. Ah, hier ist nichts drin. Verdammt, unnützer Mist. Und ich war so sicher, dass ich hier ein paar Hinweise finden deswegen würde. Deswegen überspringen, nee.
Leider nicht, wenn man sich nochmal da verklickt. So. Unter V, warte. Gab es auch Einstellungen, die ich früher nicht geguckt habe? Ah, das ist gut. Das ist eigentlich hier falsch. Das muss F9 sein. F9 funktioniert nicht. Das soll da hier so sein. Visionentaste. Was ist eine Visionentaste? Ah. Da siehst du, welchen Version wir haben. 1.00. Es gab keine neuen Versionen, weil das Spiel lief auch so schon gut. Hier kann ich wohl nicht längs gehen. Und da, deshalb gehen wir auch runter. Nicht von hier. Das ist, so, Vision geh weg. Vision, extra Vision-Taste. Nach den Dämpfen zu urteilen, muss der Tank voll sein. Okay, das ist nicht mein Auto hier. Fahrstunde. Ich rieche Benzin. Ja. Und lass mal mit dem mal quatschen. Dieser Junge sieht ja fast normal aus. Oder? Hallo, wie ist dein Name? Außer Gesicht. Ich heiße Timmy O'Toole. Aber Sie können mich Timmy nennen. Das tun die anderen auch. Und wie heißen Sie? Max. Ich bin Max. Das ist doch ein guter Name. Und jetzt sind Sie auch kein Fremder mehr. Hey, wir verstehen uns sofort hier. Wo sind die Erwachsenen? Los, erzähl es mir. Warum sind denn keine Erwachsenen in der Stadt hier? Keine Eltern, wo sind alle Erwachsenen? Mutti sagt, der liebe Gott hat sie alle vertrieben, weil wir seine ganz besonderen Kinder sind. Besondere Kinder? Was meint denn deine Mutter nur damit? Mutti hat gesagt, der liebe Gott habe sie uns geschickt, damit sie uns beschützen kann. Beschützen? Beschützen vor was? Na, der Krankheit, ist doch klar. Krankheit? Die Fleischkrankheit. Ich glaube, ihr habt sogar diese Krankheit. Fleisch? Fleisch? Ist sie etwa Vegetarierin? Was ein Vegetar-Dingsbums. Jemand, der nur Gemüse isst, keine Tiere. Ja, ich glaube schon, dass sie sowas isst. Was mit Fischen? Und? Wie beißen die Fische heute? Nicht so toll. Aber solange ich hier sitzen kann, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Heißt das, dass du nie in die Stadt gehst? Naja, nur zur Kirche. Aber ich habe die Glocken schon lange nicht mehr läuten hören. Sorry, Messer. Was soll das heißen? Vater hat immer vorher die Glocken geläutet, aber seit die Erwachsenen weg sind, hat keiner mehr geläutet. Ehrlich? Wieso nicht? Dennis hat das Seil durchgeschnitten, damit keiner mehr läuten kann. O'Toole, erzähl mir was von dir. In ein paar Zeitungen habe ich was über einen Prediger namens O'Toole gelesen. Bist du mit dem verwandt? Ja, das ist mein Vater. Na, was ist mit dem? Mit dem würde ich gern mal sprechen. Ist er irgendwo hier? Irgendwie schon, aber Mutter sagt, wir sollen da nicht drüber reden. Warum nicht? Entschuldigung, aber wenn ich drüber rede, kriege ich Ärger. Schwierigkeiten, was für Ärger bekommst du da? Was denn für Ärger? So Ärger wie Maria. Ich will schließlich nicht auf dem Kürbisfeld landen. Was soll das alles bedeuten? Und meinst du das Kürbisfeld am anderen Ende der Stadt? Genau. Können wir jetzt über was anderes reden? Ich krieg echt Angst. Okay, okay. Wollte dich nicht aufregen. Dann auf Wiedersehen, aber in dieser Angel können wir dieses scheiß Ding da... diesen Kreuz da rausholen. Das eigentlich nicht wirklich funktionieren würde. Das Seil sich einfach reißen würde. So, aber die Glocke können wir läutern. Das wäre nicht das Problem. Ein Stein. Genau so. Jetzt ab. Wie komme ich da nur hin? Ach man. Das sollte Aufmerksamkeit erregen. Und das ist der Fischer. Jetzt können wir seinen Angel nehmen und uns das Kreuz holen. Dann müssen wir einfach wieder hier runtergehen. Das ist ein bisschen in der Kapitel hergelaufen tatsächlich. Ich hoffe, ich habe noch so vieles in Erinnerung, dass wir das reibungslos durchspielen können. Ohne irgendwo hängen zu bleiben. So, und jetzt können wir hochgehen. Okay, ist nichts. Schade, dass man keine Renntaste hat, ne? So, ja, echt mal, du bist blöd, ey. Mach doch da Kreuz, Vitor. Gut. Jetzt habe ich eine Art.
Ja. Wozu wir das brauchen? Noch keine Ahnung. Ich habe natürlich Ahnung. Du hast später sehen. Vertrau mir da. Gut. Warte. Ich will da noch was checken. Da muss doch auch noch was sein, tatsächlich. Genau. Genau das meinte ich. So. Ein Zeitungsartikel. Todesanzeige. Eine Todesanzeige. Marilyn Lee Driscoll, 32 Jahre alt, starb Samstag. Ehemann Jetta, Tochter Carol und Sohn Lawrence. Haben wir nicht Jetta schon gehört von irgendwo? Im ersten Kapitel? So, mehr ist hier nichts, ne? Dann können wir auch wieder weggehen. Hier können wir leider die nicht durch. Die enger rund um die Scheune. Ja. Deshalb gehen wir runter. Da gibt es noch eine Stelle, wo wir was entdecken könnten. Verdorbene Limo, kann man nicht mehr trinken. Schmeckt doch gut. Unser Kühlschmierstoff auf Arbeit ist noch schlimmer. Hab ich probiert, schmeckt nicht gut. Oh, Vision, Reise. Es ist nur einer der vielen weltweiten mysteriösen Kindstode in jüngster Zeit. Experten sind ratlos über die Ursache. Und wir können uns nur fragen, ob jemand den tragischen Verlust unserer Kinder stoppen kann. Irgendeine Vision gehabt. Oh, mir schwindelig. Gut, bequatschen wir mal erstmal. Warte, lass mal erstmal gucken hier. Igitt, eine verweste Leiche. Was für ein Gestank! Ja, ist hier nicht, ne? Nein, wir können hier nichts anwenden. Müssen wir auch nicht. Gut, dann gehen wir mal kurz hier rein. Da sprechen wir nochmal mit den Leuten hier. Ah, hier. Ein Stemmeisen. Kann man immer gebrauchen. Genau, deshalb nehmen wir das auch. Ihr geliebtes Spiel hier, falls du das erkennen kannst. Tic-Tac-Toe. So, dann sprechen wir mal mit den Kindern hier. Das Gesicht des Jungen ist gesprenkelt, fast wie ein Blatt. Okay. Hey, hallo, wie heißt denn du? Markus heiße ich. Ich heiße Markus Williams. Und Sie? Max. Ich heiße Max. Der Tic-Tac-Toe-Champion, neuer. Ich denke, jetzt sind Sie kein Fremder mehr. Nun da. Ich habe noch keinen einzigen Erwachsenen hier gesehen. Wo stecken deine Eltern und all die anderen Erwachsenen? Mama hat sie alle verjagt. Verjagt wohin? Tut mir ja leid, aber das darf ich nicht sagen. Warum? Friedhof. Warum spielt ihr Kinder Friedhof? Alle auf dem Friedhof? Weil Dennis so gern hier ist. Das Gruft, die sind. So, auf Wiedersehen. Oh, du Goffs. Ihre Beine sind wie Baumwurzeln. Hallo, junge Frau. Wie heißt du denn? Aline Daly. Und Sie? Max, habe ich doch schon gesagt. Ich heiße Max. Das ist aber ein schöner Name. Mein Name müsste doch schon überall bekannt sein. Ich habe Jesse geschlagen. Da ist sie sogar. Spielst du Tic-Tac-Toe mit Jesse? Ja. Sie denkt, sie ist die Beste, aber ich habe sie schon 7-mal besiegt. Oh, na gut, ich habe sie einmal nur besiegt. Ich habe hier noch keine Erwachsenen gesehen. Aber wo sind denn all die Eltern? Wo sind alle Erwachsenen? Die sind, die sind alle irgendwie weg. Irgendwie weg? Sie haben euch Kinder allein gelassen? Oh, wir sind ja nicht allein. Mutter ist ja da, um auf uns aufzupassen. Jetzt sag mir, wo ist sie? Was ist das für eine Mutter? Ich will mit ihr reden. Was soll die Scheiße, was die da euch... Ich würde gerne mal mit ihr reden. Verbreitet. Mann, tut mir ja leid, aber wir sollen niemandem gegenüber drüber sprechen. Warum denn nicht? Weil Mutter nicht gestört werden will, wenn sie sich ausruht. Mhm. Was machst du überhaupt hier auf Friedhof? Erzähl mir Warum das. Warum seid all ihr Kinder hier auf dem Friedhof? Unser Anführer Dennis spielt hier gern Verstecken. Aha, spielen. Kann ich mal mit euch Verstecken spielen? Da müssten Sie Dennis fragen. Aber eigentlich würde ich im Moment lieber meine kleinen Kürbisse pflanzen als spielen. Du magst Kürbisse, hm?
Mhm, ich mag die hübsche orange Farbe so. Irgendwas ist doch irgendwas, was, irgendwas hat sich auch noch mit Kürbisse auf sich hier. Orange, das erinnert mich an eine Geschichte, die mir Billy erzählt hat. Hat er Ihnen etwa diese furchtbare Katzengeschichte erzählt? Ganz schön eklig, nicht? Ja, eben ganz Billy. Aber da hieß es gelb und ich orange. So, auf Wiedersehen. Dieses Kind ist ja noch ein halbes Baby. Hallo du, wie heißt denn du? Derek. Und Sie? Nur Max. Ich heiße Max. Hallo Max, ich bin Derek. Hallo Derek. Weiß ich doch. Was mit Erwachsenen? Komisch, ich habe hier gar keine Erwachsenen gesehen. Wo sind denn deine Eltern? Und die anderen Erwachsenen? Weiß nicht. Weiß nicht. Ehrlich, kurz, knapp, weiß, Friedhof. Warum steckt all ihr Kinder auf dem Friedhof? Weil Dennis das so will. Dennis ist übrigens der hier. Aber wir reden jetzt mal mit dem. Armes, verunstaltetes Kind. Wie heißt du? Naja, seitdem alle Erwachsenen weg sind, nennen mich alle Lampi. Was dein echter Name ist. Hast du noch einen anderen Namen? Einen richtigen Namen? Mein richtiger Name ist Larry, aber so nennt mich keiner mehr. Und wie heißen Sie? No, Max. Mein Name ist Max. Ist zwar nicht so cool wie meiner, aber wahrscheinlich heißt das, dass du jetzt kein Fremder mehr bist und ich mit dir reden kann, oder? Ja, genau. Ja. Max. Ich habe in dieser Stadt keinen einzigen Erwachsenen gesehen. Wo sind denn deine Eltern und alle anderen Erwachsenen? Mami sagt, wir sollen mit niemandem darüber reden. Besonders nicht mit euch Großen. Sorry. Alles klar, Jeddah. Ich habe die Zeitung gelesen und da stand was über einen Mann namens Jeddah Driscoll drin. War das dein Vater? Ja, genau. Todesanzeige. Tut mir leid, das von deiner Mutter zu hören. Aber wenn sie tot ist, wer ist dann die Mami, von der du immer redest? Echt mal. Das ist meine neue Mutter. Und die hat mir versprochen, dass sie niemals von mir weggeht. Aber wie kann die sowas versprechen? Ich meine, wir alle müssen irgendwann mal weggehen. Nee. Mami sagt, dass wir ewig leben werden, sobald sie mit uns fertig ist. Bin gespannt, wie diese Mami ist. So, reden wir mal mit... C. Driscoll. Schmerzlich vermisst von ihrer Mutter. Okay. Grabstein, da steht Mike N. gestorben durch Fleischvergiftung. Gut, reden wir mit Dennis. Das Kind hat einen Arm zu viel. Ja, hat er. Glenn, beweg dich. Max, mach keinen Scheiß. So, Dennis, hallo. Wie heißt du? Kann Ihnen doch egal sein, Sie Blödmann. Ja, nun reg dich mal ab. Echt mal, ja. Musst ja nicht gleich so übertreiben, oder? Ach, meine Güte, war doch nicht so ernst gemeint. Hab doch nur einen Witz gemacht. Also Dennis O'Toole. Und Sie? Max? Ich heiße Max. Ha, das passt ja. Was ein blöder Name. In den Zeitungen stand was über einen Pastor O'Toole. Bist du mit ihm verwandt? Ja, ist mein Alter. Alles klar. Erzähl mir was über den Pastor. Den würde ich gern mal sprechen. Ist er irgendwo hier? Ganz in der Nähe. Aber reden können Sie mit dem nicht. Warum? Weil das nur Mutter darf. Diese Mutter wieder erlaubt. Nur deine Mutter. Heißt das, du darfst deinen eigenen Vater nicht sprechen? Stimmt genau. Mutter sagt, die müssen erst lernen, Kinder zu erziehen. Und wir sollen sie in Ruhe lassen. Wo denn in Ruhe lassen? Ha, so doof bin ich auch wieder nicht. Jedenfalls kein Plaffermaul. Reden wir mal kurz über die Kirche. Ist das da drüben die Kirche deines Vaters? Ja, das ist St. Michael. Was soll ich mit Erwachsenen? Ich habe hier nirgendwo Kriegen Erwachsene gesehen. Immer dieselbe Antwort. Wo sind die denn alle abgeblieben? Hat Mutter mitgenommen. Von daher wäre ich an ihrer Stelle vorsichtig. Schließlich sind sie der einzige Erwachsene hier. Und Mutter kann so Leute nicht ausstehen. Soll das eine Drohung sein? So, aufpassen. Vorsichtig sein. Nicht jetzt habe ich aber die Nase voll von solchen Drohungen, mein Lieber. Mein Gott, regen Sie sich doch nicht so auf. Hab doch nur gesagt, Sie sollen aufpassen. Aufpassen, Friedhof. Warum seid all ihr Kinder hier auf dem Friedhof? Weil es uns hier gefällt. Die anderen haben viel zu viel Muffe, um hier zu spielen. Was spielt ihr denn? Die spielen so Zeug wie Tic-Tac-Toe. Wir spielen lieber Verstecken und sind darin die Besten.
Wir verlosen sogar einen Preis. Preis? Und wie sieht der Preis aus? Die Schlüssel zum Laden in der Stadt. Da ist jede Menge cooles Zeug drin. Unsere Festung, Süßigkeiten, alles. Was auch verdammt wahrscheinlich ist. Schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Wie ging das nochmal? Ist so einfach, dass sogar Sie das können. Augen zu bis 10 zählen. Wir verstecken uns und dann versuchen Sie uns zu finden. Okay. Für jeden, den Sie finden, gehen wir zur Basis zurück, zum Engel im Zentrum. Alles klar. Wenn Sie uns alle finden, kriegen Sie den Schlüssel. Klingt Was war der erste einfach. Schritt nochmal? Ja, aber erstmal abwarten, ob Sie uns auch alle finden. Okay, am besten. Warum seid ihr die Besten? Wegen unserer Geheimwaffe. Ehrlich? Was für eine Geheimwaffe habt ihr denn? Wenn ich das sagen würde, wäre es ja keine Geheimwaffe mehr. Logisch. Dann lass mal spielen, was Kann ich eine Runde mitspielen? Klar, wenn Sie sich mal so richtig zum Affen machen wollen. Jetzt lang's aber, Großmaul. Kannst von Glück reden, wenn ich dich nicht finde. Na komm schon. Bis 10, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Da sind weg. So, was haben wir überhaupt hier für Items? Jetzt das. Metallkreuz, ein Stimmeisen. Das, damit können wir was anfangen. Da waren ein paar Tunes verrückt, meine Fresse, ja. So, wir könnten jetzt. Warte, lass mal erstmal gucken. Vielleicht hat sich zufällig hier in der Nähe schon jemand versteckt, aber leider ist es nicht so. Deshalb schauen wir mal, was hier oben ist. Vielleicht hat sich hier jemand versteckt. Scheint aber auch nicht so zu sein. Deshalb gehen wir mal hier lang. Hier dazwischen waren wir noch nicht. So, ich werde euch ja alle finden. Keine Ahnung warum, aber diese Singerei macht mich nervös. Interessant. Diese. Oh, hast gesehen? Kürbis und tanzende Kinder. Schreckliche Kinder. So, ich hab dich gesehen. Komm raus da. Da bist du ja. Ja, wir müssen leider abwarten. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Sobald er die Bildschirm verlässt, können wir uns weiter bewegen. Oder auch nicht. Tja, oh, jetzt. Gut, schauen wir hier nochmal rein. Fun. Ah, doch, man kann tatsächlich überspringen. Gut, hier unten vielleicht jemand am Verstecken. Also, ich habe nicht wirklich komplett im Kopf, wo sie sich alle verstecken könnten. Also, wo sie sich auch versteckt haben. Ich habe nicht so viel in Erinnerung. Ich weiß, wir sollten hier Verstecke spielen und irgendwo haben die sich versteckt. So, und hier könnten wir unseren Dings hier nutzen. Gut, gehen wir mal rein. Um Gottes Willen. So viele Leichen. Furchtbar. Ich frage mich, wie der sich wieder hier reingekrochen kommt. Das ist der Dance. Da bist du ja. Mein Gott, was für ein Versteck ist denn das? Echt mal. Und anscheinend haben wir auch die Erwachsenen gefunden. Verweste Leichen. Ob dies die Eltern waren? Wenn ich die Kinder direkt frage, regen sie sich sicher nur auf. Verweste. So, noch mal etwas? Verweste Leichen. Ob dies die Eltern waren? Ja. Wenn ich die Kinder direkt frage, regen sie sich sicher nur auf. Oh, wahrscheinlich. Gut. Du bist doch Meg, nicht wahr? Ja, aber sie können mich Schweinbein nennen. Das macht mir nichts. Tic-Tac-Toe. Hey Meg, ich habe Jessie im Tic-Tac-Toe geschlagen. Sie hat mir erzählt, dass du sie auch mal besiegt hast. Ha, mehr als nur einmal. Ich habe sie schon 4-mal geschlagen. Das ist doch nicht die beste. Dann musst du aber ganz schön gut sein. Danke. Wahrscheinlich. Der Bille sagt zwar, dass sie die beste ist, aber wahrscheinlich nur weil da ständig gegen sie verliert. So. Jessie.
Ich hab was anderes gehört. Mac hat mir erzählt, dass sie dich schon 4-mal besiegt hat. Stimmt das? Ja. Okay, kann schon sein, dass Mac mich ein paar Mal geschlagen hat. Und Eileen? Aber ich dachte, du wärst Champion Jessie. Dabei hat Eileen mir gesagt, sie hätte dich schon 7-mal besiegt. Lügner, Lügner! Stimmt überhaupt nicht. Sie hat mich nur 4-mal geschlagen. Und was war am letzten Donnerstag? Das zählte nicht, da hat's geregnet. Und wenn schon, sie hat dich geschlagen, bevor der Regen alles weggewaschen hat. Echt mal hier. Na und? Aber sie hat nur 5-mal gewonnen, nicht 7-mal. Also, Mac hat mich 4-mal besiegt, Eileen 5-mal. Aber sie haben mich nur 1-mal geschlagen, sie Intelligenzbestie. Joe, lass mal nochmal spielen, was ist los hier? Wo ist Spiel? Nein, das ist nicht mehr da. Würde ich 10-mal gegen sie spielen und ich gewinne. Schummelst, Jessie. Echt mal. Warte, bis ich groß und stark bin, dann gewinne ich bei jedem Spiel. Ist einfach nur schummeln. Mach das nicht, Billy. Echt mal. Gewinne ich in 2 Runden. Nein, so. Ich gehe mal hier hoch lang. Und das ist eigentlich... Nee, oder? Doch, müsste doch gehen. Genau. Die habe ich mal früher richtig lang gesucht. Deshalb. Da bist du ja. Ich wusste nicht, dass man da hochkommt. Ne? Ja, dass du es gesehen hast, bin ich auch hier schon unten hängen geblieben. Und da habe ich früher gedacht, okay, da geht's nicht weiter. Dabei ging es hier weiter. Und sich so, hey, so hängen bleibt quasi. Obwohl, das geht. Egal. Aber irgendwie bin ich da hängen geblieben. So, hier glaube ich, sollte auch jemand sich verstecken. Oder auch nicht. Aber in dem Haus da ganz oben. Da weiß ich, muss sich auch jemand mal versteckt haben. Deshalb gehen wir auch dahin. Wie viele Leute waren da jetzt? Das muss ich mir auch überlegen. Ich glaube, da kann man auch noch lang gehen. So, auf jeden Fall hier noch jemand. Und zwar da. Aha. Komm raus da. Warte, wie viele Leute waren da? Die mit Flossen. So, Dennis. Der Große. Warte, lass mal kurz hier gucken. Bei der Kirche, ja, versteckt sich, glaube ich, auch noch jemand. Das wäre dann der Letzte auch. Da sind wir jetzt nicht reingegangen. Deshalb gehen wir jetzt da rein. So, gehen wir kurz hier rein. Ich glaube, hier versteckt sich auch noch jemand. Genau da. Zu weit. Ah, nur zu weit entfernt. Aua. Nein. Aha. Gut, ich denke mal, wir haben alle tatsächlich entdeckt. Der ist hier am Beten. Lassen wir ihn dann auch in Ruhe. Stören wir ihn nicht dabei. Ist eine gute Sache, was er da macht. So, der einzige vernünftige Kerl hier anscheinend im ganzen Dorf. So, dann reden wir mit Dennis. Du bist Dennis O'Toole, stimmt's? Sie haben's erfasst. Na und? Gefunden? Ha, war doch total leicht. Ich hab euch alle gefunden. Dann rückt mal die Schlüssel raus. Tach, Sie eingebildeter Lackaffe! Sie haben wohl unsere Geheimwaffe vergessen. Vergessen. Hätte ich mir ja denken können, dass ihr mogelt. Was habt ihr euch denn jetzt einfallen lassen? Jetzt mal halblang. Ich habe ihm von Anfang an von unserer Geheimwaffe erzählt. Und sie haben nicht gewonnen. Wie bitte? Ich habe euch alle gefunden. Haben sie nicht? Wer fehlt? Sag es wie mir. Wie bitte? Carol haben sie nicht gefunden. Sie ist nämlich unsere Geheimwaffe. Sie ist von uns allen die Beste und versteckt sich schon seit Ewigkeiten. Und ich weiß, wo ich die finden kann. Ich habe nicht umsonst einen Grabstein angeklickt. C-Punkt noch etwas hieß sie. Und es gab ja Tragödie, auch diese Videosequenz hat auch uns einiges verraten. Eine Schaufel. Billy, spielst du noch? Scheint, als ob du fertig bist mit dem Einpflanzen. Einfach gegen dich zu gewinnen. Kann ich mir jetzt mal deine Schaufel bauen? Weiß ich gar nicht, ob du überhaupt noch da bist. Bin ja fertig. Mutter wird so stolz auf mich sein, wenn sie wach wird. Mach das nicht, Billy. Ich merkte diese Stelle. Ich glaube, da weckt sogar wirklich da was. Nein, auch da nicht. Mann, bist du
Gut, Schaufel haben wir schon mal. Jetzt gehen wir zu dieser Geheimwaffe. C. Driscoll, schmerzlich vermisst von ihrer Mutter. Jetzt habe ich eine Chance. Keine gute Idee. Oh Gott, dieses verweste Kind muss Carol sein. Dennis Geheimwaffe. Tja, so brutal ist hier die Welt. Dann, wir müssen mit der Mutter mal ordentlich mal reden, so. Zusammen Hühnchen rupfen. Alle nennen dich Lumpy, stimmt's? Genau. Ich glaub wegen meines Buckels. Ganz schön cool, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich auch so zusammen bin, Wagen. Ich merk schon. Carol und du, ihr mögt euch, oder? Ja, ich freue mich so, dass sie wieder da ist. Danke, dass sie mir geholfen haben, sie zu finden. Kein Problem. Glaube ich wenigstens. Ja, keine Ahnung. Weil wir denn nicht sagen, dass sie eigentlich tot ist, ne? Ach nee, yeah. So, dann gehen wir zu Dennis und seine schmutzige Geheimwaffe. Ich bin TikTok-Champion, TikTok-Do-Champion. Ich bin der Champion von Versteckspielen, Geheimwaffe. Okay, du kleiner mieser Wicht. Ich hab eure Geheimwaffe wohlgefunden. Zufrieden? Also, her mit den Schlüsseln. Sie sind echt das Letzte. Hier sind die verdammten Schlüssel. Danke, Dennis. Oh, danke für den Schlüssel. Gut, haben wir den Schlüssel? Ja, wir haben den Schlüssel. Dann können wir mal in den Leben da rein. Mann, bist du blöd! Ich gewinne wieder, Billy! Du kannst mich weiß nicht, als Preview würde ich wahrscheinlich die Ladebildschirme einfach nehmen. Hier kann man wirklich schlecht Previews nehmen. Ja, stimmt. Die Tür ist verschlossen. Ja, ich weiß. So, geh mal rein. Geh mal rein. Max, geh bitte rein. Max, geh bitte rein. Dankeschön. Ja, das ist schön gut, aber soll ich nicht was machen? Ja, du bist viel zu laut da. Was sind das zwei Räumlichkeiten? Das sind zwei Räumlichkeiten, ne? Jetzt hab. Ja, tatsächlich. Hier sind ein paar Akten. Gut, Komet. Das klingt, als ob in dem Ort wirklich ein Komet eingeschlagen ist. Die Schnauze da unten! Ein Erdrutsch blockiert die Landstraße, Brücken sind eingestürzt, Stromausfälle. Okay. Der Rest der Seite ist weggebrannt. Bürgermeister. Noch ein Artikel. Pastor O'Toole als Übergangsbürgermeister eingeschworen. Er hat ein Gesetz gegen das Beschneiden der Triebe gemacht, weil er meint, die Leute sollten die Strafe für ihren Stolz und ihre Gier akzeptieren. Gut, Misshandlungen. Wegen der schlechten Wirtschaftslage ist dies die letzte Ausgabe der Tageszeitung. Und noch was. Die Anklage gegen Jeddah Driscoll wegen Kindesmisshandlung ist zurückgezogen worden. Gut, fertig. Und dieser Kanister sticht mir schon so im Auge. Ein leerer Benzinkanister. Gut, dass du wenigstens uns ein bisschen Zeit gegeben hat, Artikel zu lesen, Blin. Der ist wirklich laut, ey. Wenn ich jetzt das Spiel leise mache, ist alles viel zu leise und der wird immer noch schreien, Blin. So, und hier könnten wir tatsächlich das hier verwenden. Gut, dann gehen wir rüber. Jeddahs Pumpkins. Und jetzt kommen wir langsam zu... Oh Gott, sie ist ein halber Wurm. So, Kürbisfeld, anscheinend. Das Mädchen hat keine Augen. Ob sie irgendeinen Unfall hatte? Entschuldige, junge Dame, aber könnte ich gerade mal mit dir reden? Na klar, so viel Besuche kriege ich ja nicht. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Mein Name.
Name ist Maria. Maria Santiago. Wo? Wo sind wir? Wie heißt diese Stadt hier? Standardfragen schon mittlerweile. Hier gibt's keine Stadt. Nicht mehr. Warum nicht mehr? Was meinst du damit? Das ist ja auch ein Dorf eigentlich an sich. Es gab mal eine Stadt hier. Aber das war, bevor Mutter kam. Alle waren happy hier und alles war in Ordnung. Bevor Mutter kam? Wie meinst du das? Sie sind neu hier. Blind. Sie können es nicht verstehen. Aber das ist wahrscheinlich die einzige, die nicht wirklich zufrieden ist mit Mutter. Nein, kann ich wirklich nicht. Und du verwirrst mich nur noch mehr. Könntest du mir es vielleicht erklären von Anfang an? Tut mir leid. Wenn Sie wirklich verstehen wollen, was hier los ist, sollten Sie die Zeitungen im Rathaus lesen, obwohl ich sie noch nicht gesehen habe. Kommen Sie doch ein bisschen später nochmal vorbei, dann können wir uns mehr unterhalten. Ich würde Ihnen ja auch den Weg ins Rathaus zeigen, aber Schon gut, meine Augen, ja. Verstehe ich. Zeitungen. Ich habe die alten Zeitungen im Rathaus gelesen, Maria. Na prima. Sie haben es also gefunden. Und worüber wollen Sie jetzt reden? Über Erwachsene natürlich. Ne, über Komet. Ein Komet? Vielleicht hat er die Pflanzen hier so wild wachsen lassen. Mutter hat gesagt, dass der Komet ein Zeichen war, dass sie bald kommt. Und dafür, dass wir besondere Kinder sind. Ja, dann erzähl mir was über Erwachsene. Ich habe noch keine Erwachsenen in dieser Stadt gesehen. Wo stecken die? Und wo sind deine Eltern? Entschuldigung, aber Mutti hat uns verboten, darüber zu reden. Diese Mutti, wo ist sie überhaupt? Ich höre ständig Mutter, aber es klingt nicht so, als ob sie irgendjemandes richtige Mutter wäre. Wer ist diese Frau? Sie ruht sich gerade aus. Sonst würde ich auch nicht mit ihnen reden. Aber sie haben recht. Sie ist wirklich von niemandem die richtige Mutter. In Wirklichkeit... Maria, was ist los? Ich glaube, sie wird gerade wach. Ich kann nicht länger mit ihnen reden, sonst hört sie mich und wird furchtbar wütend. Aber... Oh, verdammt. So, verboten. Verboten? Aber warum? Warum darfst du denn nicht über deine Eltern sprechen? Bitte seien Sie mir nicht böse. Ich würde ja sagen, aber ich will bestimmt wieder bestraft, wenn ich's tue. Bestraft? Wie denn? Das Kürbisfeld. Sie wird mich bestimmt wieder dorthin stecken und das ist grausam da. Von hier aus sieht's aber gar nicht so schrecklich aus. Aber sobald Sie drin sind, wird alles ganz furchtbar. Gut, nochmals. Warst du vorher schon mal dort? Ja! Die anderen haben mich reingeschleppt. Wieso vor den... Die anderen Kinder? Die haben nur gemacht, was Mutter ihnen befohlen hat. Wollten mir eine Lektion erteilen. Erinnert mich leicht dazu, wir haben ja nicht lange her Little Nightmares 2 gespielt an die Schule. Kindern da Lektion. Was für eine Lektion, Maria? Niemals nach unseren Eltern zu suchen. Das hatte Mutter uns verboten, aber ich war zu neugierig. Dabei hat sie mich gesehen und dann den anderen Kindern gesagt, dass sie mich zum Kürbisfeld bringen sollen. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, nur noch an die furchtbaren Vögel. Schwarze Flügel. Sie haben in meine Augen gehackt. Das hat irre weh getan. Aber als die Vögel weg waren, hat mir Mutter alle Schmerzen genommen. Das ist ja furchtbar. Wie können Sie sowas nur einem Kind antun? Ist schon okay. Und jetzt lange nicht mehr so schlimm. Ich habe mich fast schon dran gewöhnt. Und wenn Mutter wieder wach ist, wird sowieso alles wieder besser. Okay. Was machst du? Bitte. Ich will nicht mehr drüber reden. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Okay, also... Ja. Ist sie jetzt zufrieden mit Mutter oder nicht? Irgendwo nicht, irgendwo ja. Wenn sie wach wird, wird alles besser sein. In den Zeitungen stand mal was von einem Prediger namens O'Toole. Kanntest du den? Ja, der hatte große Angst vor dem Komet.
In der Kirche sagte er, dass Gott wegen der Kürbisse wütend sei und dass er uns bestrafen würde, weil wir das Land so ausgenutzt haben. Gut, auf Wiedersehen. Dann lass mal. Das Tor hat ein Zahlenschloss. Ich brauche die richtige Kombination, um das Ding zu öffnen. Mal schauen. Kombination. Warte. Nein? Hier war doch die. Gut, dann müssen wir erstmal zurückgehen. So, wo war diese? Irgendwo muss die sein. So, wir haben nicht umsonst das hier. Aber auch nur. Tatsächlich nicht im Kopf, wo die Kombination sein soll. Da hat jemand wohl eine. Hier nicht. Im Rathaus, glaube ich, oder? Ach, warte. Mach das nicht, Billy. Sonst gewinne ich in 4-5-1. Die heutige Predigt. Psalm 4. 4-5-1. Ich glaube, das ist es. Ja, 4-5-1. Das war, glaube ich, die Kombination. So, erstmal hingehen und einfach mal testen. Ich glaube, das hat was damit zu tun gehabt. Ich kann mich nicht so mehr richtig erinnern. Überhaupt, wie kommt die überhaupt darüber? Ich muss ja selbst das hier. Mir ich brauche die richtige provisorische Brücke bauen, um das Ding zu öffnen. Um rüber zu kommen. Wie kommen die Kinder überhaupt rüber? So, 4-5-1, ne? 4-5-1. So, 6-5-4. 4-5-1. Und 1. Jawohl. Haha. Ist wohl an der Zeit, sich das Feld mal anzuschauen. Genau, und da habe ich schon eine Waffe. Die nehmen wir natürlich mit. Auf in den Kampf, Junge. Ja, auf in den Kampf. Wie kann man das schlagen? So, okay, lass mal hingehen. Mal schauen. Verschwende Nachel. Ich hab Waffe. Verschwende. Oh nein. Mach heute jetzt nicht so rum. Weil ich harmlos bin. Wahrscheinlich. Ja. Hier wurde ein Kürbisfeld gesteckt. Wie du siehst, die Raben greifen gerne an. Und da kannst du dir schon selbst ausmalen, was mit ihrer Augen da geworden ist. Natürlich richtig brutal. Das Spiel ist auch schon irgendwo brutal von Geschichten her. Vor allem dieser Kapitel. Und ja. Verschwinde, Rabe. So. Ich hoffe mal, du kannst auf YouTube noch Raben markieren. Das ist wirklich schwer. So. Den kenne ich auch noch ganz gut. Wir können nicht mit dem 1-1 kämpfen. So. Denn der ist von diesen Kürbissen ein bisschen verstärkt. So ein bisschen aus dem Weg gehen. Das ist da. Das ist. Nein. Huhuhuhu. Tak. Weiter. Vergiss Dark Souls, das ist Hardcore, das ist richtiger Bossfight hier, was ist los hier? Okay. So, machen wir mal schnell. Wir müssen bewegen, mein Freund. So, komm her, Kürbismann. Dann machen wir das mal schnell. Und jetzt können wir gegen den kämpfen, sonst werden wir unsterblich. So, das ist ein richtiger Bossfight hier, was ist los hier? Warum willst du kämpfen? Du willst kämpfen, habe ich gehört. Da muss mich mal angreifen, jetzt können wir den angreifen. Na, Mensch, das Timing brauchen wir auf jeden Fall. Jawohl. Das war ein richtiger Dark Souls Boss. Gut, dann können wir hier rein. Hier sehen wir diesen komischen Komet. Dieser Stein muss die Quelle allen monströsen Pflanzenlebens sein. Sieht metallern aus. Jawohl. Dann. Ein alter Benzingenerator. Erstmal aufmachen. Oder versuchen anzumachen. Passiert nichts. Ist wohl kein Benzin mehr drin. Nur da. So, was ist hier? Wir haben schon fast eine Stunde, ne?
Sieht aus wie ein Starthilfekabel. Könnte nützlich sein. Okay, nehmen wir doch mal. Wenn es nützlich sein kann. Warum auch was mal. Für ein Schrotthaufen. Eher ein Ersatzteillager. Ja. Auch. Also nützlich. Ersatzteile hast du da. So, dann lass mal schauen, wer hier drin haust. Oh mein Gott! Da ist sie. Was für ein widerlicher Albtraum. Erstmal reden. Schau an, da sind sie ja. War wohl nicht zu vermeiden. Trotzdem hatte ich gehofft, dass das Kürbisfeld sie abhält. War wohl nichts. Aber ja, ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin, dass sie es geschafft haben, herzukommen. Ich war so sicher, dass ich ihresgleichen ausgerottet hatte, bevor ich einschlief. Das klang gerade. Die ganze Luft um sie herum riecht nach ihnen. Was für eine Beleidigung meiner empfindlichen Sinne. Mein Gott, was sind Sie denn? Ich bin jenseits Ihrer Vorstellungskraft, war gerade die Mensch. Aber Sie können mich so nennen wie die Kinder. Mutter. Ja, und der Max war trotzdem höflich. Wer sind Sie denn? Und ich, wer bist du denn? Was bist du für ein... Weiß schon. Ah, ihr Akzent, aber die sagt um den ihresgleichen ausgerottet. So. Keine Andeutungen. So. Mutter. Hallo Mutter. Ich bin Max. Mutter? Ich sollte Sie so nennen, wie Sie sind. Der Inbegriff von Abscheu. Passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Mensch. Ich bin diesen Setzlingen mehr Mutter als Sie oder sonst wer jemals sein könnten. Gut, Setzlinge, damit meint ihr wahrscheinlich die Kinder. Das sind aber keine Setzlinge, sondern Kinder. Aus Fleisch und Blut. Sehen Sie das nicht? Natürlich. Aber es ekelt mich. Animalische Behälter voller Zellen. Ein Wunder, dass sie nicht alle zerplatzen. Was für ein minderwertiger Körper für die Seelen dieser Kinder. Warum machst du die Scheiße hier? Warum bist du hier? Aber warum haben sie das getan? Die Kinder waren in Gefahr. Was denn für eine Gefahr? Sie haben ihnen mehr geschadet als... Als was? Ihresgleichen? Das Fleisch namens Jedda hat mir gezeigt, wie gefährlich ihresgleichen sein kann. Und der eine Prediger auch. Und da war Jedda Priester. Jedda, über den. Den Namen habe ich auf dem Schild am Kürbisfeld gelesen. Aber was hat der mit all dem zu tun? Er hat mir klar gemacht, was für Teufel ihr alle seid. Jedda hat sein eigenes Kind gequält und getötet. Die ganze Stadt hat bei Jeddas Verbrechen an Carol weggeguckt. Und das war genauso schlimm wie die eigentliche Tat. Und deshalb mussten alle sterben? Das wäre doch letztendlich sowieso passiert. Ja, ich habe die Sache nur ein bisschen vorangetrieben. So, Carol, die haben wir da ausgegraben. Lass mal erstmal über Priester fragen. Und was hat der Pastor damit zu tun? Was soll der denn falsch gemacht haben? Er war ein abergläubischer Narr. Hat Paranoia und Angst verbreitet und damit jeden normalen Gedanken verhindert. Alle anderen haben ihm vertraut. Und als er gesagt hat, dass Jedda für Carol keine Gefahr ist, haben sie auf ihn gehört. So, dann lass mal über Carol fragen, Mensch. An sich, die Story hier... Die ist nicht so wie bei meisten Spielen, weißt du? Das ist schon, keine Ahnung, wie soll ich das erklären, die Story so? Lynn. Mit das Wort. Fragen wir über Carol. Warum sind Sie so besorgt um Carol? Weil sie mir so was Besonderes hier. In diesem Drama-Film. Ich habe versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, aber.
Carols Stimme war wie Musik. Sie war mir der liebste Mensch und ich habe sie im Stich gelassen. So. Geettet? Geettet? Wenn Sie so mächtig sind, wie Sie sagen, warum haben Sie mich dann noch nicht zerstört? Alles zu seiner Zeit, Sie unbedeutendes Stück Fleisch. Alles zu seiner Zeit. Fleisch. Ich gebe dir gleich auf Fleisch. Ich Wieso bin aber Fleisch kein Stück Fleisch, sondern nicht. Max. Ihr Name ist vollkommen egal. Für mich sind Sie nichts als ein Stück Fleisch. Wenn Sie das wirklich glauben, warum haben Sie dann die Kinder verschont? Die sind doch auch nur Fleisch. Stimmt, aber die sind hin und her gerissen. Bei ihnen besteht noch Hoffnung. In ihren Zellen steckt noch genügend Unschuld. Wenn ich ihnen diese Unschuld bewahren kann, haben sie noch eine Chance auf die Erlösung. Also auch so sehr mysteriöse Story, auch mysteriöse, ne? Und was für eine Erlösung, du wirst die erlösen, du wirst die gar nicht erlösen, ich werde dich erlösen. Und Sie glauben, Sie sind die Erlösung? Was für ein Betrug. Von wegen Betrug. Sobald ich Ihre Transformation beendet habe, werden die Kinder für immer eins sein mit mir. Das ist Ihre Erlösung. Leider sind die schon mittendrin in dieser Transformation. Indem Sie einfach Pflanzen aus ihnen machen? Das nennen Sie Erlösung? Einfache Pflanzen? Sie groteskes Stück Fleisch. Ihre Zellenstruktur ist dermaßen minderwertig, dass mir schlecht wird, wenn ich sie nur anschaue. Ich sehe nichts als Chaos. Kein Vergleich zu meiner wahren Größe. Gut, du bist schwach. Ich bin stark, ich bin Tic-Tac-Toe-Champion. Und ich bin der Beste im Versteckespielen. Und warum haben Sie dann so viel Angst zum Tode vor mir, wenn ich so unbedeutend bin? Angst? Vor Ihnen? Was für ein Größenwahn! Ich glaube, Sie überschätzen sich selbst, Sie perverses, aufgeblasenes Ekelpaket. Sie unverschämter Wurm! Das war's, genug Brot. Ich muss das Monster töten, bevor es die Kinder tötet. Kaputt. So, hier sehen wir noch Schlüssel, den nehmen wir. Schraubenschlüssel. Bereitgestellt von... Na danke, Mutter. Dankeschön, Mutter. Und jetzt werden wir die Mutter vernichten. Aber zuerst... Eine Holzplanke. Machen wir diese Abkürzung. Schalten wir Abkürzung frei. Wie bei Dark Souls. Das hat Sanitarium viel eher. Gut. Mit dem will ich gar nicht reden. Das ist viel zu laut. So, vielleicht können wir mit dem reden. Oh, denk, was sie über Mutter sagen. Ich weiß Bescheid über deine Mutter. Ich weiß, dass sie kein Mensch ist. Verstehst du nicht, was sie... Mutter ist gut. Mutter ist die Erlösung. Mutter beschützt uns vor dem Fleisch, das uns bedroht. Das Fleisch muss getötet werden, damit die Setzlinge wachsen können. Schon auch Gehirnwäsche bekommen. Wir sind alle Mutters Setzlinge. In der Gehirnwäsche oder die haben... der großen Angst. Setzlinge, wovon redest du nur? Du bist ein Kind, du oder bist beides. Ein Mensch. Ich bin nur einsam. Alle aus meiner Familie sind weg, außer mir. Mutti wird schon wieder alles in Ordnung bringen. In Ordnung bringen? Weißt du nicht, was das bedeutet? Dass du auch verschwindest. Sie... Nein, sie sind gemein. Genau wie Mutti gesagt hat. Verschwinden sie endlich! Gut, im Endeffekt werden das genau, was der gesagt hat, werden auch das andere Kinder auch sagen. Deshalb werde ich wahrscheinlich ja nicht die Zeit jetzt damit verbringen, die alle von der Mutter zu warnen, sondern wir handeln. So, aber zuerst wollen wir diesen Schlauch. Und ich habe doch gesagt, es wird über Stunden dauern, so ist es auch sogar. Okay. Na, jetzt haben wir Schlauch. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Benzin, um den Generator da anzuschmeißen. Und Benzin, wissen wir, der ist da unten und von dem, also beim Fahrzeug da. Tank ist voll. Wurde ja festgestellt und da zapfen wir ein bisschen Benzin ab, tatsächlich, mit Hilfe vom Schlauch. Da musst du Sonnensauger halt so und dann so. Verstehst du? Aber der Spiegel, also muss tiefer sein als der Tank voller Tank, ne? Dann geht das. So, ja, das kennt ihr jeder. Schlauch.
Starthilfe. So, machen wir es so. Gut. Und jetzt machen wir Kanister voll mit Benzin. Was ist los hier? Gut. Und jetzt kommen tatsächlich auch diese Starthilfe-Kabel und diese Kreuz auch zum Einsatz. Und wir sind kurz vor Finale. Wir werden diese Mutter vernichten. Und werden diese Kinder befreien. Dieser Engel sagt, wir sollten nach der Wahrheit suchen. Und wir haben die gefunden. Die Arme, ausgesetzt, werden von Mutter tyrannisiert. Manipuliert, transformiert. Und das werden wir verhindern. Aber wenn die Mutter da ist, dann haben die Kinder dann, ne? Also ich soll doch froh sein, dass die dann pflanzen werden. Sonst sterben die so schon aus. So. Also denk, ne? Wie ist die denn noch rennen? Die sind schon mitten in Transformation. Und die danach geheilt werden oder so? Keine Ahnung. Warte, rein wollen wir. Übrigens, wir können reingehen, aber die schleudern uns dann wieder zurück. Oder auch nicht. Auf Wiedersehen. Ich hab nur kurz Hallo gesagt. Gut. Füllen wir das Ding mal auf. Das kann ich ja nicht gebrauchen. Wie? Soll mich verarschen oder was? Du musst unbedingt diese Stelle anklicken, ey. Gut, jetzt machen wir das hier rein. Gut, dann verbinden wir den mit Starthilfe-Gabel. Das ist nicht okay. Wie? Nein, vielleicht. Und dann hier halt. Zuerst. Ist doch egal, wie ich hier reinfolge, meine Fresse, das Ding ist aus. Wir schon sterben. So, und jetzt hier. Und jetzt brennt, du Miststück. Aha. Aha. Wie gefällt dir das, Mutter? Wie gefällt dir das, ne? Da, die Kinder sind frei von dir. Echt, mein. Na, wissen würde ich noch ein paar Raben zu ihr schicken. Das mit den Augen noch dazu. So, Mutter. Okay, das ist vielleicht ein bisschen brutaler gewesen. Die gibt was für eine Sauerei. Karotschik, Kinder, ich bin jetzt der neue Chef hier. Schnell dahin, sauber machen. So. Jetzt freuen die sich. Was ist denn das, wie die lachen? Ah, kann man zu denen doch runtergehen? Warte. Ich bin immer da hochgelaufen. Ich will wissen, was da jetzt unten aussieht, wie das aussieht. Wir können jederzeit zu ihr gehen. Das ist es nicht. Das will ich jetzt sehen. Das, ob sich da übelste Auswirkung war. Wir wollten noch diese eingepflanzte Kürbisse mal angucken. Weil ich glaube, die wachsen da. Also die Kinder hier sind alle weg. Also haben wir sie doch befreit, alles gut. Ja, tatsächlich, siehst du? Sind gewachsen. Das wurde bei so einem uralten Spiel mitbedacht, ey. Viele moderne Spiele bedenken sowas nicht. Oder sind einfach zu faul, das einfach hinzuzufügen. Ah ja. Alles befreit, alles leer. Danke, dass du uns befreit hast, Max. Jetzt, wo die Mutter vernichtet ist, benehmen sich alle Kinder langsam wieder normal. Okay. Sie sind durch den Tunnel gegangen, um sich dem Rest der Welt anzuschließen. Ich habe auf dich gewartet. Ja, aber wohin gehen wir? Wir gehen einfach. Was ist los hier? Keine dummen Fragen stellen. Der Hof und die Kirche. Das wäre nächster Kapitel. Ich bin's. Morgen. Hallo. Morgen. Ich bin hier. Guten Morgen. Hallo. Boah. Die Nervenklinik? Wie bin ich denn hier wieder gelandet? Die Kinder schienen so echt. Hab ich sie retten können oder drehe ich jetzt total durch? Gut, und das wäre tatsächlich schon nächste Kapitel, deshalb sage ich ja bis hierhin. Was wir auch öfters machen müssen, ist tatsächlich zu speichern, weil, wie gesagt, uraltes Spiel auf neuen Systemen, das kann mal auch abstürzen. Hoffe ich natürlich nicht, aber bisher lief das alles stabil. Tja, was tun? Weiß ich auch nicht. Was tun? Sich verabschieden. Deshalb mache ich mich mal kurz hier, damit keiner uns stört.
bisschen liken, abonnieren, kommentieren und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein. Auf mein Channel, diese Nacht. Das ist mein Channel. This is my channel.